Servus Basitoxi und somit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute haben wir ein Apex Legends Waffentutorial für euch. Mit dabei ist der liebe Eli. Hi. Und er hat sich die ganze Mühe gemacht und alle Stats zu den Waffen analysiert. Im Hintergrund seht ihr Gameplay von uns beiden. Und selber erspielt, also nichts aus dem Internet. Und Ausnahmen, also Waffen, die wir nicht haben, bilden die Kraber und die Mastiff, da die wirklich schwer zu finden sind und wir in stundenlanger Aufnahmezeit kein einziges Mal diese beiden Waffen gefunden haben. Und außerdem im Allgemeinen goldene Waffen, so wie zum Beispiel die goldene R301, die wir oder die goldene Wingman, die auch sehr schwer zu finden sind. Die restlichen Waffen, wenn wir dazu mal Videos machen, sind in der Zukunft verlinkt. Außerdem, wenn neue Waffen rauskommen und wir machen Videos dazu, sind die alle in diesem Video hier verlinkt. Die einzige Ausnahme bei den Statistiken, die wir nicht haben, ist die Feuerrate, da sie sehr schwer zu analysieren ist, also fast unmöglich. Und das wäre noch viel zeitaufwendiger gewesen, als das Video eh schon ist. Aber ihr seht sie ja eh im Hintergrund. Unsere Einschätzung zu jeder Waffe geben wir auch immer ab, nachdem wir die Stats gesagt haben. Und es soll sich allerdings jeder frei entscheiden, ob er die Waffen spielen möchte oder nicht. Da möchten wir jetzt niemanden direkt beeinflussen. Ich würde sagen, wir kommen auch gleich zur ersten Waffe, und zwar zu der Flatline. Sie zählt zur Klasse der Sturmgewehre und hat eine Magazingröße von 20. Ein Bodyshot macht 16 Schaden und ein Headshot 32, also das Doppelte. Sie benutzt grüne Munition, also schwere. Und meine Meinung zu der Flatline, ich finde sie eigentlich ganz gut. Sie ist jetzt auf große Entfernungen nicht zu gebrauchen, da sie relativ stark verzieht. Aber auf Nahkampf kann man sie schon mal verwenden und mit einem Laufstabilisator kann man sie auch gut hernehmen. Die nächste Waffe ist die Hemlock. Sie zählt ebenfalls zur Klasse der Sturmgewehre und hat eine Magazingröße von 18. Das ist 2 weniger wie bei der Flatline. Macht einen Body Damage von 18, 2 mehr wie bei der Flatline und einen Headshot Damage von 36. Das sind insgesamt 4 mehr wie bei der Flatline. Die Hemlock ist eine Salvenwaffe. Sie hat 3 Schuss pro Salve. Die Munition der Hemlock ist grün, also schwere Munition. Meine eigene Meinung zu der Hemlock: sie ist ganz okay, allerdings da ich nicht der größte Salven-Fan bin, habe ich keine große Verwendung für sie und kann sie weder auf Fernkampf noch Nahkampf gebrauchen. Aber das ist auch meine eigene Einschätzung. Also ich mag die Hemlock eigentlich jetzt schon recht gern, vor allem auf Nahkampf, weil sie halt wirklich da auch mit Uzis teilweise mithalten kann, weil sie viel Damage macht. Eigentlich auf Fernkampf ist sie dann wirklich nicht zu gebrauchen, weil sie dann übelst streut. Die nächste Waffe auf unserer Liste ist die R301. Die R301 zählt ebenfalls zu den Sturmgewehren und hat eine Magazingröße von 18, genauso viel wie bei der Hemlock. Sie macht einen Bodyshot-Schaden von 14 und einen Headshot-Schaden von 28, was insgesamt eigentlich schon relativ wenig ist. Ihre Munition ist orange, also leichte Munition. Meine eigene Meinung zu der R301 ist, man kann sie gut auf Entfernung und auf Nahkampf gebrauchen. Auf Entfernung muss man zwar mit kleinen Salven schießen, um etwas zu treffen, aber ich finde sie eigentlich sehr gut und ihren geringen Damage gleicht sie durch ihre hohe Feuerrate eigentlich auch wieder aus. Die nächste Waffe ist die Havoc. Sie zählt ebenfalls zu den Sturmgewehren und hat eine Magazingröße von 32, was das größte bei den Sturmgewehren ist. Sie macht einen Bodyshot Damage von 18, was immerhin wieder so viel ist wie bei der Hemlock, und einen Headshot Damage von 24. Sie benutzt Energiemunition. Und ich finde die Havoc eigentlich gut, das war lange Zeit meine absolute Lieblingswaffe. Jedoch würden wir sie eher zu den LMGs zählen, da sie auf Fernkampf eigentlich relativ schlecht ist und man auch keinen Laufstabilisator anbringen kann. Die nächste Waffenklasse sind die MPs. Die erste Waffe in dieser Klasse wird die Alternator. Die Alternator hat eine Magazingröße von 16, einen Body Damage von 13 und einen Headshot Damage von 19. Sie benutzt orangene Munition. Und ich persönlich finde eigentlich, dass die Waffe sehr brauchbar ist, vor allem von den Uzis, weil sie halt eben nicht direkt ihr ganzes Magazin draußen hat, wie jetzt zum Beispiel die R99. Und deswegen eigentlich auch wirklich sehr brauchbar ist, auch am Anfang, eigentlich später im Late Game dann nicht mehr so wirklich. Ich stimme dem Eli dazu. Das ist eigentlich eher eine Early Game Waffe, wird man danach eher wegschmeißen. Und von den Uzis ist das meiner Meinung nach tatsächlich die beste. Die nächste Waffe ist die R99. Die R99 hat eine Magazingröße von 18. Das ist 2 weniger als bei der Alternator. Eigentlich ist es auch gerechtfertigt, da diese Waffe eigentlich eine ziemlich hohe Feuerrate hat. Der Bodyshot Damage beträgt 12, das ist 1 weniger. Und der Headshot Damage beträgt 18, das ist auch 1 weniger. Die R99 verschießt orange Munition. Meiner Meinung nach ist sie jetzt nicht so wirklich gut brauchbar, weil sie erstens verdammt heftig nach oben verzielt. Also wenn man zielt mit der Waffe, trifft man eigentlich gar nichts mehr.
und man muss eigentlich auch ständig nachladen. Also ich mag die Waffe überhaupt nicht und ja. Ja, also ich stimme Eli da vollkommen zu. Die schießt da das ganze Magazin schneller raus, als du das Wort Munition sagen kannst. Also ich finde sie überhaupt nicht brauchbar und das wäre auch die erstbeste Waffe, die ich wegschmeißen würde. Die nächste Waffe ist die Prawler. Die Prawler hat eine Magazingröße von 20, das ist 2 mehr als jetzt zum Beispiel bei der R99. Und sie hat einen Bodyshot Damage von 14, das ist 2 weniger. Sie hat einen Headshot Damage von 21, was schon wirklich sehr, sehr gut ist für eine Uzi eigentlich. Und sie schießt in Salven, wobei sie 5 Schuss pro Salve schießt und grüne Munition verschießt. Ich persönlich mag diese Waffe auf Nahkampf eigentlich schon relativ gern, weil sie eben auch wirklich gut Damage austeilt. Und halt eben vor allem, wenn man einen speziellen Aufsatz für die hat, kann das Ding zum Autofeuer schießen und das Ding ist eigentlich mehr die beste Waffe im Spiel vom Damage Output her. Also ich mag die Waffe eigentlich überhaupt nicht, liegt vor allem wieder daran, dass ich Salven nicht besonders mag. Allerdings mit diesem Aufsatz, da möchte ich auch nochmal wirklich sagen, das ist wirklich gut. Da kann man wirklich was damit anfangen und sie schießt richtig schnell damit. Die nächste Waffenklasse sind die LMGs. Bei den LMGs ist die erste Waffe die Devotion. Sie hat einen Magazingröße von 44, was schon wirklich sehr viel ist. Eigentlich wenn man bedenkt, dass Energiewaffen keine erweiterten Magazine haben, ist es eigentlich auch wieder gerechtfertigt. Wie ich schon gesagt habe, sie verschießt Energiemunition und hat einen Bodyshot Damage von 17 und einen Headshot Damage von 34. Ich persönlich mag diese Waffe jetzt eigentlich normalerweise jetzt nicht so gerne, sie ist irgendwie ziemlich random. Also manchmal rasiert man übel durch mit der, sie hat auch einen der höchsten Damage Outputs. Allerdings manchmal verzieht man auch wieder so komplett. Also mit einem Laufstabilisator ist eigentlich ganz gut zu gebrauchen und mit einem weiteren Upgrade namens Turbolader ist ja auch nochmal richtig gut zu gebrauchen, was er eben auflädt und diese Turbolader eben diese Fähigkeit eliminiert und sie dadurch halt eben direkt von Anfang mit der vollen Feuerrate schießt. Die nächste Waffe ist die Spitfire. Sie hat eine Magazingröße von 35, was 9 weniger ist als wie bei der Devotion. Eigentlich hat sie auch erweiterte Magazine, da sie grüne Munition verwendet. Sie hat einen Bullshot Damage von 18, was eine mehr ist als wie bei der Devotion und einen Headshot Damage von 36, was wieder 2 mehr ist. Sie ist eine meiner absoluten Lieblingswaffen, da man mit ihr locker mehrere Gegner durchschnetzeln kann, da sie ziemlich viel Damage insgesamt macht und auch ziemlich lange schießen kann, ohne dass man nachladen muss. Die nächste Waffe ist die G7 Scout. Sie zählt zur Klasse der Sniper und hat eine Magazingröße von 10. Macht einen Bodyshot Damage von 30 und einen Headshot Damage von 60, was die Headshots wirklich sehr belohnend macht. Die Munition ist orange, also leichte Munition. Und meine eigene Meinung dazu, ich finde sie eigentlich ganz gut. Man kann sie wirklich auf Fernkampf wirklich, wirklich gut hernehmen. Und wenn man relativ schnell Klick spammen kann, kann man auch wirklich viel Damage in kurzer Zeit raushauen, da sie nicht wirklich wie eine Sniper ewig nachladen muss. Also ich mag diese Waffe eigentlich auch sehr gerne auf Fernkampf, gehört auch mit zu meinen Lieblingswaffen auf Fernkampf. Und ansonsten stimme ich Tim eigentlich bei allem, was er gesagt hat, zu. Die nächste Waffe auf unserer Liste ist die DMR Longbow. Sie ist eine Sniper und hat eine Magazingröße von 6, was 4 weniger ist als bei der G7 Scout. Sie macht einen Bodyshot Damage von 55 und einen Headshot Damage von 110. Außerdem gibt es für sie noch ein Upgrade, das sich Schädelspalter nennt, wodurch der Headshot-Schaden extrem erhöht wird. Sie benutzt grüne Munition und meine Meinung dazu, wenn man einen Sniper spielen möchte, sollte man sie auf jeden Fall spielen. Es ist meine absolute Lieblingssniper, da sie sehr präzise ist und man kann sie ganz gut auf Entfernung, allerdings auch auf Midrange benutzen. Die nächste Waffe bei den Snipern ist die Triple Take. Sie hat eine Magazingröße von 5, das ist 1 weniger als bei der Longbow und verschießt anders wie andere Sniper Pellets, das heißt sie funktioniert wie eine Shotgun. Sie macht einen Schaden pro Pellet von 23 und einen Headshot-Schaden von 46. Sie verschießt pro Schuss 3 Pellets und benutzt Energiemunition. Meine Meinung zu der Triple Take, ich finde sie eigentlich sehr schlecht und es ist auch nicht wirklich eine schöne Sniper, da man, wenn man auf Entfernung schießt, schnell nicht mehr so viel Schaden macht, da nicht alle Pellets treffen. Und das kann schon manchmal sehr frustrierend sein, wenn man dann auf hunderte Meter einen Gegner trifft und dann macht man auf einmal keinen Schaden mehr. Die nächste Waffe ist die EVA 8 Automatik. Sie ist eine Shotgun und hat eine Magazingröße von 8. Sie verschießt, wie eigentlich alle Shotguns, Pellets. Sie verschießt 9 Pellets pro Schuss und ein Pellet macht 7 Damage. Headshot Damage macht ein Pellet 10. Sie benutzt rote Munition, also Shotgun Munition. Und meine Meinung dazu,
Sie ist eigentlich ganz gut, auch im Early Game vor allem. Allerdings macht sie auf, also wenn man nur einen kleinen Bereich vom Gegner wegsteht, macht sie schon quasi fast gar keinen Schaden mehr. Und man muss halt wirklich mit dem ganzen Visier treffen, um wirklich Damage auszuteilen. Also ist es eigentlich sehr anspruchsvoll. Die nächste Waffe ist die Friedensstifter. Sie hat eine Magazingröße von 6 Schuss und einen Schaden pro Pellet von 10. Der Headshot-Schaden beträgt 15 pro Pellet. Sie hat eine Pelletanzahl von 11, also so viele Pellets verschießt sie pro Schuss und braucht rote Munition. Ich persönlich mag diese Waffe wirklich sehr, sehr gern, also sie ist eigentlich die beste Shotgun, abgesehen jetzt mal von der Mastiff, und auch eine meiner Lieblingswaffen auf Nahkampf. Die nächste Waffe ist die Mozambique. Nein, Spaß, natürlich die Mozambique. Sie hat eine Magazingröße von 3 und verschießt auch 3 Pellets pro Schuss. Der Schaden pro Pellet ist 15 und der Headshot-Schaden pro Pellet 22. Sie verschießt auch rote Shotgun-Munition. Warum sage ich jetzt Mozambique? Weil die Waffe eigentlich sehr schlecht ist, niemand mag die und die ist eigentlich schon so ein richtiges Meme im Internet geworden, da sie wirklich sehr großen Spray hat und man kann irgendwie gar keinen Damage damit machen. Die nächste Waffenklasse sind die Pistolen. Die erste Waffe hierbei wäre die P2020. Sie hat eine Magazingröße von 10, ein Bodyshot-Damage von 12, ein Headshot-Damage von 18 und sie verschießt orangene Munition. Besonders am Anfang ist diese Waffe eigentlich sehr brauchbar, im Vergleich zumindest zu einer Mozambique. Und eigentlich im Late Game ist sie dann eigentlich nicht mehr wirklich brauchbar. Sie ist am Anfang, wie ich eigentlich gesagt habe, recht gut. Ich mag sie am Anfang eigentlich auch recht gern und ja. Die nächste Pistole ist die RE45 Automatik. Sie hat eine Magazingröße von 15, sie hat einen Bodyshot Damage von 11, einen Headshot Damage von 16 und sie verschießt orangene Munition. Zum Thema Verschießen, sie schießt irre schnell, also noch schneller als wie die R99 und ist deswegen eigentlich auch fast nicht brauchbar, weil sie erstens verzieht und zweitens selben als Magazin nur von 3 Sekunden raus ist und sie eigentlich auch wirklich wenig Damage macht, wenn man jetzt halt nicht wirklich alles trifft. Die letzte Waffe ist die Wingman. Sie ist auch eine Pistole und hat eine Magazingröße von 4, was eigentlich ziemlich wenig ist für eine Pistole. Eigentlich, dass sie einen Bodyshot Damage von 45 hat, gleicht sich das Ganze auch wieder aus. Ihr Headshot Damage beträgt 90, was wirklich sehr viel ist, wenn man mal bedenkt, ein Gegner hat 200 Leben, also mit 2 Headshots ist der Gegner eigentlich schon fast down und sie verwendet grüne Munition. Ich selbst mag die Waffe jetzt exakt nicht so gern, weil ich mit ihr nichts treffe, aber es liegt wahrscheinlich eher daran, dass ich zu blöd bin. Genau, das liegt daran, dass Eli kein Aim hat, natürlich Spaß, aber die Wingman ist eine sehr gute Waffe, es war lange Zeit meine absolute Lieblingswaffe und es kamen dann sogar 2 Patches, weil die Waffe zu gut war. Und dadurch wurde die Wingman schlechter gemacht. Und da würde ich sagen, auch an dieser Stelle ist das Video auch schon wieder vorbei. Und wir hoffen, euch hat das Tutorial gefallen. Und wir haben wirklich viel Arbeit da reingesteckt. Deswegen lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Ciao. Die nächste Waffe ist die P2020. Die P2020 ist eine Pistole. Wie monoton du das sagst. Ja, ich habe die P2020. Deine Pistole. Wie monoton du das so gesagt hast, Alter. So mit null Stimmabfall oder aufhören. Stimmeinstieg. Einfach so. Die P2020. Hier sehen wir Tim. Tim ist eine Ratte. Er ist hier in seiner normalen Umlaufbahn. Die nächste Waffe ist die Friedensstifter. Jetzt hör auf zu lachen, du Drecksack! Ja. Die nächste Waffe ist die Friedensstifter. Geh halt raus, wenn ich nicht kann. Die nächste Waffe auf unserer Liste ist die DMR. Mann, jetzt kann ich nicht mehr ernst bleiben bei der Stelle. Fick dich, Eli. Die nächste Waffe auf unserer Liste ist die DMR. Das wird wieder wie bei der Friedensstifter. Mann, ey. Die ist so ein Eimer.